So, ich habe ja gerade schon mal kurz erzählt, ich war dann auch im Augustinum mal so ein bisschen sehen, was wird denn aus mir? Verschiedene Leute sagen, kauft ihr doch einen Hund, ne? Ich bin zum Tierarzt, ich sage, haben Sie Golden Receiver? Und die gedacht, ich verarsche ihn. Geht zum Augustinum und wollen Sie mich nicht reinlassen? Weil ich sehe doch so jung aus, wir sehen ja alle immer jünger aus. Ne? Ich sage, komm, einer über 50 hier, oder? Das ist ja Wahnsinn, also. Aber habe ich gesagt, ja gut, dann, ich möchte mich für eine Zivildienststelle bewerben. Haben sich reingelassen und da habe ich mir das mal angeguckt. Also, Augustinum, alle Achtung, ist aber teuer. Ne? Also so ein Zimmer, ein bisschen größer, mit so einer Kochecke, habe ich mir angeguckt, kostet einen Monat so viel wie ein Jahr auf der MS Europa. Ein verdammt teures Schiff, ne? Muss man sich vorstellen. Also das kann sich nicht jeder leisten. Und naja, ich habe mich ein bisschen umgeguckt, habe auch ein Pärchen beobachtet da, die in so einem Zimmer saßen, die nicht raus wollten oder was immer. Ich habe lange gefragt, ob ich mal mich dazusetzen kann. Bitteschön, sagten sie und stellten sich auch vor, Heinrich und Liese Pappenheimer. Und Heinrich war früher Studienrat für Physik und Mathematik, ist 92 Jahre und immer noch unterwegs auf der Tastatur, modernster Kommunikationsmittel und hat alles, was mit I anfängt, hat er, ne, so iPhones, iPads und was weiß ich, das alles liegt auf den Tischen, alle Geräte, die es so gibt, ne, und da, die beherrscht er und terrorisiert das ganze Wohnheim da und nicht zuletzt auch seine Frau, die allerdings hat damit gar nichts zu tun, sie hatte früher eine eigene Tanzschule, ist 88 Liesen und ist noch schlank und rank und könnte also ihrem Heinrich, wenn sie wollte, oder wenn er wollte, noch einen Spagat vormachen. Aber der will das nicht. Und ja, jetzt unterhalten die sich so, leben in den Tag hinein, er fummelt da rum und sie sagt so, jetzt wird es aber Zeit, jetzt muss ich meine Großeltern in der Stadt besuchen. Das ist bei meinen alten Leuten, ist die Zeitverschiebung, ihr kennt das alles, manchmal wird es komisch, aber im Grunde genommen ist alles in Ordnung, Führerschein hat es abgegeben, sie will mit der Bahn fahren. Und dann fragt sie dann irgendwie, und ja, mischen wir uns einfach mal an dieser Stelle ein, ne? Wie die beiden sich da dieses Problems bemächtigen. Das müsste jetzt Liese sein. Habe ich das richtig geraten? Im Spiel. Ja. Wenn das iPhone nicht das App hat, lieber Heinrich, wenn das iPhone nicht das App hat, lieber Heinrich, kein App. Schreib eine E-Mail, liebe Liese, liebe Liese, liebe Liese, schreib eine E-Mail, liebe Liese, eine Mail. Und womit soll ich denn mailen, lieber Heinrich, womit soll ich denn mailen? Lieber Heinrich, womit? Ja, mit dem Laptop, liebe Liese, liebe Liese. Mit dem Laptop, liebe Liese, Laptop. Laptop. Und wenn das Laptop nur kein Netz hat, lieber Heinrich, wenn das Laptop nur kein Netz hat, lieber Heinrich, kein Netz. Suchen Hotspot, liebe Liese, liebe Liese, liebe Liese. Suchen Hotspot, liebe Liese, Hotspot. Hotspot? Und wenn der Hotspot zu weit weg ist, lieber Heinrich, wenn der Hotspot zu weit weg ist, lieber Heinrich, weit weg. Nimm die Bahn, liebe Liese, liebe Liese, liebe Liese. Nimm die Bahn, liebe Liese, liebe Liese, die Bahn. Welche Bahn soll ich denn nehmen, Herr Heinrich, welche Bahn soll ich denn nehmen, Herr Heinrich, welche Bahn? Guck im Fahrplan, Frau Liese, Frau Liese, Frau Liese, guck im Fahrplan, Frau Liese, Fahrplan. Und wie komme ich jetzt an Fahrplan, du Knallkopf, und wie komme ich jetzt an Fahrplan, du Klugscheißer, wie? Mit einem
iPhone, alte Ziege, alte Ziege, alte Ziege, mit dem iPhone, alte Ziege, iPhone. Und wenn das iPhone nicht das App war, schreibt eine Arschloch, E-Mail, alte Schlampe, eine E-Mail, keine Kuh. Große G's. Dankeschön.